Aus aktuellem Anlass, der Insolvenzverwalter hat für den 17. und 18.10. die Berichtstermine in Sachen P&R einberufen. Informieren wir über die Möglichkeiten. Anleger der Grünwalder P&R, die in Containerkauf und Verwaltungsverträge investiert haben, werden vom Insolvenzverwalter in der nächsten Woche über die Gründe der Insolvenz informiert. Wir gehen davon aus, dass hier auch weitere Informationen zu den nur auf dem Papier verkauften rund 1 Million Containern erteilt werden. Darüber hinaus sollten sich Anleger unbedingt über weitere Möglichkeiten des Vorgehens informieren. Beispielsweise können Ansprüche auch gegen Hintermänner geltend gemacht werden. Kap-Rechtsanwälte haben hier bereits Klagen, beispielsweise gegen den nun inhaftierten Herrn Roth als Gründer, eingereicht. Bei sonstigen geeigneten Fällen, beispielsweise bei Vermittlungen durch eine Bank, können auch Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag geltend gemacht werden, wenn Anleger hier nicht richtig über die Risiken aufgeklärt worden sind.